So, also Phlegmatiker kann man noch am besten verarschen, indem man ihnen einredet, dass das, was sie wollen, beziehungsweise das, worauf sie hoffen, im Prinzip sowieso schon feststeht und man also eigentlich nur noch abwarten muss, bis es soweit ist. Dann wiegen sie sich in falscher Hoffnung und lassen sich nichts mehr groß einfallen. Zum Beispiel Quatschkanon, vertraue dem Schmarrn, genieße die Show, toxischer Optimismus, Hopium. Cholerikern hält man am besten ständig irgendein rotes Tuch vor die Nase, dann sind sie ständig mit dem roten Tuch beschäftigt und machen sonst nicht mehr viel. Zum Beispiel Genderdebatte. Dieses ganze, wir sind die Woken, wir sind die Konservativen, so support the current thing, I'm against the current thing. Aber ich meine, mein Gott, so ist es nun mal. Wir sind unten die kleinen Schachfiguren, die gegeneinander aufgehetzt werden. So, der eine ist woke, der andere ist anti-woke. Und gut, wir sind aber in dieser Situation dieser Schachfiguren. Und jetzt ist die Frage, wie verhält man sich? Sanguinikern erzählt man am besten irgendeinen Unsinn, dann reden sie bald selber diesen Unsinn und werden nur noch von Leuten ernst genommen, die selber mehrheitlich nicht mehr groß ernst genommen werden. Zum Beispiel Behauptungen ohne Beweise, ohne hinreichende Belege, die dann im Grunde nur wie Klatsch und Tratsch sind oder wie die gute alte Gerüchteküche. Und Melancholikern schließlich erzählt man dann am besten natürlich noch, dass alles hoffnungslos ist, dann resignieren sie und jammern oder schimpfen nur noch rum. Zum Beispiel, dem Michel geht's noch zu gut, es muss erstmal alles zusammenbrechen, etc. Also in einem Satz, erstens in falscher Sicherheit wiegen, zweitens reizen, wütend machen, aufregen, drittens verwirren und viertens entmutigen. Ich persönlich möchte lieber in einer Welt leben, in der viel protestiert wird, als in einer Welt, in der wenig oder gar nicht protestiert wird.